Vers 27. Alsdann ging Gayatri, die Mutter der Veden, die durch den transzendentalen Klang von Sri Krishnas Flöte übertragen wurde und sich so manifestierte, durch die acht Ohren des aus sich selbst geborenen Brahma in dessen Lotusmund ein. Nachdem der lotusgeborene Brahma auf diese Weise den aus dem Flötenlied Sri Krishnas hervorgegangenen Gayatri-Mantra empfangen hatte, erlangte er den Status des zweimal Geborenen, da er vom höchsten, urersten Lehrer, Gott selbst, eingeweiht worden war. Erläuterung: Der Klang von Krishnas Flöte ist voller transzendentaler Glückseligkeit und enthält daher den Archetyp aller Veden. Gayatri ist ein vedisches Versmaß und besteht aus einer kurzen Meditation und einem Gebet. Der höchste aller Gayatri-Mantras ist die Kama-Gayatri, denn das in ihr enthaltene Meditationsgebet handelt von den vollkommenen transzendentalen spielerischen Taten Krishnas, die in keinem anderen Gayatri-Mantra zu finden sind. Der Gayatri-Mantra, der auf den 18-silbigen Mantra folgt, heißt Kama Gayatri. In diesem Gayatri-Mantra wird auf die transzendentalen Spiele Sri Gopijanavallabhas hingewiesen, die man zu Gesicht bekommt, nachdem man in der Meditation die Vollendung erreicht und durch Gebet den transzendentalen Liebesgott erlangt hat. In der spirituellen Welt gibt es keine bessere Art der Bemühung, um die überaus vortreffliche, rasebenetzte Liebe zu erlangen. Sobald die Gayatri in die Ohren Brahmas eintrat, wurde dieser in den Stand des zweimal Geborenen erhoben und begann den Gayatri-Mantra zu chanten. Jeder, der die gleiche Gayatri auf authentische Weise empfängt, hat seine spirituelle Wiedergeburt erlangt. Der Status eines zweimal Geborenen, den die gefesselten Seelen in der materiellen Welt gemäß ihrer weltlichen Natur und Herkunft erreichen können, ist weitaus niedriger zu bewerten als der des zweimal Geborenen, dem Einlass in die transzendentale Welt gewährt wird. Denn für den Jiva ist die Erlangung transzendentaler Geburt durch spirituelle Initiation die höchste aller Auszeichnungen, da die Seele so befähigt wird, in das transzendentale Reich einzutreten.